Möglichkeit in der Politik. Tut mir leid, haben wir ausprobiert, geht nicht. Sie wirken schon zerknirscht, jetzt dürfen Sie sagen, also, warum. Das Wort abgenickt, das tut schon in der Seele weh, muss Natürlich, ich sagen. Natürlich, um es mal klar zu sagen, wie die Welt ist. Also, was die Grünen nicht hatten, und das ist unser großer Vorteil, ist das, wo hier gerade so ein bisschen drauf rumgehauen wurde, ist das Internet. Wir können heute eben doch die Basis nehmen und können sie mitreden lassen. Es ist egal, ob man in Hamburg, in München, in Berlin sitzt, die Leute können alle mitreden. Dafür gibt es die Server im Netz, wo man sich mit einem einfachen Klick einloggen kann und kann mitmachen. Wir haben andere Werkzeuge und wir wollen einfach den guten Ansatz, den die Grünen vor 20 Jahren hatten, vor 30 Jahren hatten, einfach nochmal anpacken und sagen, schaffen wir es mit dem Internet, das umzusetzen oder nicht? Vielleicht scheitern wir, vielleicht werden wir wie die Grünen 2.0, vielleicht schaffen wir es aber auch. Aber genau, Sie sagen, Sie haben die Werkzeuge. Tatsächlich ist es aber so, das haben Sie selbst auch gesagt in Interviews, die Werkzeuge funktionieren nicht. Sie versprechen diese liquide Demokratie. Einige Landesverbände sind nicht angeschlossen. Andere haben keinen Account. Wichtige Entscheidungen werden von wenigen 100 Leuten getroffen. Das ist im Grunde doch wirklich ein bisschen fauler Zauber. Moment, die Entscheidungen werden immer noch auf einer Parteitag Richtig, getroffen. Richtig, wo jeder, der gerade möchte und in der Nähe wohnt, vorbeikommen kann. Auch das, wer da ist, malt dann zuerst. Ob das so demokratisch ist, ist eine andere Frage, weil die Leute aus Süddeutschland möglicherweise nicht in den Norden fahren wollen. Geht das so weiter? Sie selbst haben ja diese Art von Basisdemokratie schon schroff kritisiert. Was ist Ihre Kritik? Also ich habe gesagt, es machen zu wenig Leute mit. Das ist tatsächlich eins dieser Beispiele, der Parteitag in Neumünster. Da kommen weniger Bayern hin als Schleswig-Holsteiner. Das kann man auch sehen, da gibt es Statistiken zu. Das kann man also belegen. Ich habe gesagt, wir müssen bei dem Liquid Feedback, also tatsächlich bei dem Tool, das wir benutzen, müssen wir mehr Leute dazu kriegen, dass sie mitmachen. Wir müssen mehr die Accounts schneller freischalten, dass diejenigen, die sich darauf freuen, die deswegen in die Partei antreten, auch mitmachen können. Und das Dritte, was ich gesagt habe, ist, wir müssen vielleicht auch auf alte Mittel zurückgreifen, sowas wie eine Urabstimmung oder ähnliches. Damit viel mehr Leute mitmachen können und das kombinieren. Aber Sie werben im Kern mit Instrumenten für Ihre Partei und das kommt auch an die Botschaft, obwohl diese Instrumente nicht funktionieren. Das ist doch wirklich Sie funktionieren noch nicht für alle. Ja, aber nicht für alle, höchstens für ein Drittel. Das ist nicht viel. Ich habe es nicht ausgerechnet. Ja, aber das ist so, in die Richtung geht's. Das war, glaube ich, auch eine Ihrer Äußerungen in irgendeinem Blog. Ist das am Ende, wenn Sie mit solchen Versprechen in die Öffentlichkeit gehen, nicht auch ein bisschen Betrug an Ihren Wählern? Nein, das ist nicht Betrug, weil ich habe ja gerade schon gesagt, das ist die Vision, wie es funktionieren soll. Dass wir da Wachstumsschmerzen haben im Moment, weil die Mitgliederzahlen sich gerade mal wieder verdoppelt haben und dass es einfach sehr wehtut, das ist eine andere Sache. Aber Wachstumsschmerzen, das wäre ja auch ganz nett, auf dem Parteitag mal zu sagen, unsere Liquid Democracy funktioniert noch nicht. Es wäre nett, auf dem Parteitag zu sagen, wir sollten noch mal neu anfangen und jeder sollte einen Account kriegen und dann gucken wir, ob es funktioniert. Das ist das Gleiche, was ich auch gemeint habe. Okay. Herr Palmer, Sie sind ja ein Experte für die Piraten. Wissen Sie eigentlich, was der sogenannte Macker-Effekt ist? Ich habe mich noch gar nicht für einen Experten gehalten, also erklären Sie mir es. Macker-Effekt ist sozusagen ein Zauberkünstler, dem es gelingt, sehr viele Stimmen von Piraten auf sich aufzuhäufeln, zu kulminieren. Ein Mensch, der heißt Hase, der schafft es zum Beispiel auf 160 und mehr Stimmen. Das heißt, man kann das zusammenziehen. Wäre das bei den Grünen auch möglich? Nein, eine Stimme ist etwas, das die Bürgerin oder der Bürger persönlich hat und das man nicht einfach weggibt und dann hofft, dass da schon das Richtige damit passiert. Passiert nicht genau das alle 4 Jahre oder 5 Jahre bei Wahlen und Landtagswahlen? Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob Sie eine Person in ein Parlament schicken, wo Sie jeden einzelnen Schritt öffentlich dokumentiert nachlesen können oder ob Sie Ihre Stimme weggeben und dann diese Person für Sie abstimmt. Das ist was völlig anderes. Aber Sie selbst haben ja auch den Macker. Der wesentliche Unterschied ist ja, dass man die Stimme zurückholen kann. Richtig. Und eben nicht, dass man sie abgibt. Und damit ist die Verlässlichkeit weg. So können Sie nicht regieren. Das müssen Sie, Herr Erfahrung, aber Herr Marschin, wie ist Ihre Haltung zu dem sogenannten Macker-Effekt, wenn ich das richtig gelesen habe, was Sie schreiben, glühen Sie auch nicht dafür? Also ich kenne Martin Hase und ich finde ihn als Menschen toll und ich würde ihm auch meine Stimme geben, wenn ich nicht die Zeit hätte mitzumachen. Was ich aber wichtig finde, ist, dass wir diese Verlässlichkeit herstellen müssen. Wir müssen Deadlines setzen, wir müssen sagen, bis wann ist eine Entscheidung gültig. Wir müssen, wenn es um die Stimmen geht, sagen, bis wann wird dann eine Stimme weitergegeben, wann fällt sie wieder automatisch an denjenigen zurück und er muss wieder neu sagen, dass er seine Stimme abgibt und ähnliches. Das ist ein bisschen kompliziert, machen wir es einfach im Ruhrpottdeutsch. Sind Sie für diese Kumulierung, diese Anhäufeln von Stimmen? Ich bin dafür, wenn sie zeitlich begrenzt ist. Gut, das war deutlich. Jetzt kommen wir zu anderen deutlichen Worten. Wahrscheinlich haben Sie den Begriff Shitstorm schon mal gehört. Das ist sowas wie Beschimpfung im Netz. Und dass es bei den Grünen nicht nur brav und nett und freundlich und lieb zugeht, wollen wir Ihnen zeigen. Wir haben einfach mal in die öffentlichen Blogs geschaut und hier haben Sie einige Kostproben, natürlich nur die milderen Fassungen. Der damalige Bundesvorsitzende Sebastian Merz schlägt vor, mit SPD und Grünen zu koalieren. Reaktion im Netz: Das Frettchen hat versucht, inhaltlich was zu sagen. Der soll nur verwalten. Vorstandsmitglied Julia Schramm fordert die Abschaffung des Datenschutzes. Die Replik:
Menschlich eine Tragödie. Und bumst mal jemand diese Schramm? In Schleswig-Holstein tritt der politische Geschäftsführer zurück. Online wird nachgetreten. Armselige Figur oder selbstverliebter Gockel, der sich durch Unfähigkeit auszeichnet. In einem offenen Brief klagt Jungpiratin Laura Schmalenbach Sexismus innerhalb der Partei an. Dafür wird sie als Schmalengeist und Schmalhirn beschimpft. Sie soll sich nicht ins Höschen machen. Herr Marschin, Sie können bestätigen, das ist noch die mildere Fassung von dem, was man alles lesen kann. Wie kommt so eine Kultur zustande und wie empfinden Sie das? Ja, das Problem ist, dass tatsächlich im Internet der Beißreflex weg ist, dass man sehr schnell aggressiv auf Personen zugeht, weil man einfach diese Hemmung nicht hat, die man hat, wenn man von Angesicht zu Angesicht sitzt. Das ist im ganzen Internet ein Problem und das ist bei den Piraten auch ein Problem. Stört Sie das? Es stört mich natürlich, wenn es mich selber trifft. Ja. Ich mache sehr selten mit dabei, aber ich habe auch die Eigenschaft, einfach auch mal das zu ignorieren. Sie sind beschimpft worden als, Zitat, geldgeiles Arschloch. Mhm. Das ist ja auch ein ganz netter Umgang. Wie reagieren Sie darauf? Ist das für Sie, gehört das dazu? Naja, ich weiß, dass ich in dem Kreis von Leuten, von Vertrauten sozusagen, also die Mehrheit der Leute, mit denen ich zu tun habe, dass die nicht so denken. Und da kann ich mir auch gerne mal wieder eine vernünftige Meinung abholen und kann mir sagen lassen, hey, der kennt dich nicht, der darf dich auch mal so titulieren, ist egal. Herr Palmer, geht es bei den Grünen auch so zu, hinter den Kulissen? Wird der scharf geschossen oder ist es etwas kultivierter oder verdeckter, freundlicher? Ich glaube nicht, dass das eine Parteifrage ist, sondern es ist das Medium. Das stimme ich Ihnen ausdrücklich zu. Die Anonymität und dadurch, dass man möglicherweise überhaupt nicht erfasst werden kann, verleitet zu diesen Diskussionsformen. Das stellt für sich natürlich auch die Frage, warum soll eigentlich die Demokratie besser werden, wenn man sie ins Internet verlagert? Ich habe den Eindruck, dass sie dadurch eher nicht besser wird, sondern dass die Diskussionsformen vollkommen verrohen. Die Diskussion ist übrigens auf den Mailinglisten genauso, obwohl die Leute mit Namen da drin stehen. Das hat nichts mit der Anonymität zu tun. Wie schätzen Sie das ein, wenn man in die Zukunft blickt, einen Augenblick? Glauben Sie, dass die Piraten diesen Spagat hinkriegen zwischen einerseits Professionalisierungsanspruch, er sagt, wir wissen es noch nicht, wir werden besser, wir arbeiten dran, und gleichzeitig diese Graswurzeldiktatur aufrechtzuerhalten? Geht das? Ich kann mir nicht vorstellen, wie es gehen soll. Entweder werden sie eine normale Partei, dann werden sie langweilig und auch die Protestwählerinnen und Wähler verlieren. Oder sie versuchen, das, was sie jetzt machen, aufrechtzuerhalten. Dann können sie meiner Auffassung nach kein Programm entwickeln, das zu irgendwas taugt. Das ist ein unauflösbares Dilemma. Ist als politischer Konkurrent natürlich auch mit Freude gesagt. Aber meiner Meinung nach hat es keine Zukunft. Herr Marschin, Sie haben in Ihrer entwaffnenden Öffentlichkeit und Offenheit gesagt, von dieser Art, die wir jetzt besprochen haben, der Basisdemokratie, müssen wir uns verabschieden. Das ist für den Piraten ja schon eine gewagte Position. Ja, das ist eine gewagte Position, aber ich stehe dazu. Ich habe gesagt, dass manchmal auch der Vorstand Dinge sagen muss, die nicht Parteitagsbeschlusslage sind, sondern die er vom Gefühl her als Mehrheitsmeinung sieht. Sonst kann man keine Aussagen treffen gegenüber dem politischen Konkurrenten. Sonst kann ich nicht hier sitzen und Aussagen treffen. Und deswegen gibt es diese radikalen Basisdemokraten, die ich eindeutig ablehne. Mhm. Und da müssen wir tatsächlich was dran ändern. Das heißt, dieses versprochene Betriebsmodell der Piraten funktioniert eigentlich in der Praxis nicht. Ja, das heißt, es funktioniert nicht, wenn wirklich jeder überall mitreden muss. Das ist ja auch meine Kritik. Solange wir offene Kanäle haben und jeder kann mitreden, der sich dafür interessiert, funktioniert es sehr gut. Solange wir jeden fragen müssen, haben wir ein riesiges Problem. Und wie realistisch schätzen Sie es ein, dass Sie diesen Spagat schaffen, dass Sie diese Veränderungen in Ihrem Sinne durchsetzen bei den Piraten? Naja, der Erfolg, den wir im Moment haben, der zwingt uns ja dazu, dass wir auch umdenken und dass wir auch schon andere Wege ausprobieren. Es gibt gerade zum Beispiel dieses Konzept des dezentralen Parteitags, dass wir uns nicht mehr an einem Ort treffen, sondern an mehreren gleichzeitig und uns dann zusammenschalten. So der Eurovision Song Contest wäre da ein Beispiel, wie es funktionieren könnte. Und wir wollen einfach versuchen, dass wir mehr Menschen tatsächlich in die Beteiligung kriegen. Warum meine ich keine Frauen? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Sie versuchen dieses Frauenthema. Das ist ein wichtiges Thema. Sie versuchen mehr Menschen in die Beteiligung zu bekommen. Da gucke ich in die Parlamente, da ist schon mal eine Alibi-Frau und der Rest sind alles Männer in den Fraktionen. Wieso beteiligen sich eigentlich die Frauen nicht bei Ihnen? Warum fragen wir nicht die Frauen, warum sie sich nicht beteiligen? Vielleicht, weil es keine Quote gibt? Wir als Piraten lehnen die Quote ab, weil wir sagen, es kommt auf die Qualität. Deswegen haben Sie keine Frauen. Unser Ergebnis ist, Sie haben nur Männer, weil die Männer haben die bessere Qualität. Dass wir nur Männer haben, stimmt ja gar nicht. Eine Frau immer als Alibi. Okay, aber umgedreht, den Punkt haben wir diskutiert. Wie ist der aber nicht unwichtig, auch wenn Sie keine Frau sind. Nein, das stimmt. Sie haben ihn auch angesprochen, das ist ja auch gut so und er hat darauf geantwortet. Sagen Sie uns zum Schluss aber noch mal einen Aspekt positiv gewendet, was Sie selbst als Profi in der Politik sagen, was Sie als Grüne von den Piraten lernen können.
Das Internet bietet Möglichkeiten der Beteiligung, die müssen alle Parteien besser nutzen. Da kann man von den Piraten sicher was lernen, aber es darf nicht so unreguliert und anarchistisch daherkommen, wie sie es tun. Und ganz sicher muss man lernen, nach wie vor spricht die Politik viele Menschen nicht an. Sie verdrießt, sie ist im Berliner Raumschiff gefangen, sie hat eine eigene Sprechweise, die man nicht versteht. Sie macht nur Taktiererei und kümmert sich nicht genügend um die Sachen. Das ärgert die Leute zu Recht und deswegen gibt es immer wieder Protestparteien, die wachsen. Das ist ja fast schon ein Werbespot für die Piraten. Nee, für die Grünen. Ich möchte, dass meine Partei da nicht dabei ist. Da haben Sie auch viel zu tun. Das stimmt. Was ändert denn am Ende Ihrer Meinung nach mehr, die Politik, sozusagen das politische System, was die Piraten beeinflusst, oder die Menschen, die in dem System aktiv sind? Was ist Ihre Einschätzung? Also ich glaube, wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Und die Menschen, die in dem System Piratenpartei sind, haben auch alle ihre Vorstellungen, wie Demokratie weiterentwickelt werden soll. Und ich glaube, es kommt darauf an, dass wir die richtigen Leute finden. Und es kommt aber auch darauf an, dass diese Leute dann die Inhalte, die wir haben, vermitteln, sowohl unserer eigenen Basis als auch den Menschen auf der Straße. Ganz kurz Ihre ehrliche Antwort. Wir wollen so ein bisschen in die Beichte abnehmen. Jetzt werden Sie nächste Woche wieder Nordrhein-Westfalen Rot-Grün sehr wahrscheinlich verhindern. So sieht's aus in der Tendenz. Sind Sie am Ende wirklich der Steigbügelhalter für die Machtsicherung von Angela Merkel? Also wir werden Rot-Grün nicht verhindern, sondern wenn, dann wird das Wahlergebnis, dass zu wenig Leute Rot-Grün wählen, Rot-Grün verhindern, aber okay. Wir werden nicht der Steigbügelhalter für Angela Merkel sein, sondern wir werden gucken, dass wir thematisch in NRW was bewegen können und werden daraufhin sehen, ob wir in den Bundestag kommen oder nicht. Ich sehe die Chancen sehr gut. Und wenn es Rot und Grün nicht schaffen, genug Menschen von ihrer Politik zu überzeugen, dann ist das nicht das Problem der Piraten, sondern von Rot-Grün. Das war wieder sehr diplomatisch ausgedrückt, ganz kurz. Herr Palmer, Ihre Einschätzung ist das, die Piratenexistenz mit den vielen Prozenten, ist das auf Dauer die Stabilität für die Vormachtstellung von Angela Merkel? Jedenfalls ist klar, wenn die Linkspartei und die Piraten beide im Parlament sind und beide nicht koalitionsfähig, dann bleibt außer der großen Koalition nicht mehr sehr viel übrig. Da kann man jetzt lange über die Überzeugungskraft von Rot und Grün reden. Ich hätte die auch gerne größer, aber das Ergebnis ist, wenn viele Leute ihre Stimme nicht so wichtig finden und sagen, naja, die Piraten sind doch lustig, klar machen zum Ändern, irgendwie die schönsten Plakate, wähle ich die mal, dann ist das Ergebnis eine große Koalition mit Angela Merkel. Das muss man halt wissen beim Abstimmen. Zum Schluss kommt für Sie noch ein wunderbares Spiel, ein Gratisspiel. Da können Sie alle Ihren Humorvorrat bei uns hier abliefern. Sie müssen einfach nur auf Wenn-Dann-Fragen ganz knapp antworten. Je frecher, je besser. Herr Marsching, wenn es in Talkshows, wie Frau Weißband sagt, darum geht, dicke Eier zu haben, dann? Dann müssen mehr Frauen in Talkshows, weil die haben meistens die dickeren Eier. Und Herr Palmer, wenn Sie bei den Piraten schneller Karriere machen als bei den Grünen, dann? Kann es zwar sein, aber ist mir völlig egal, weil besser als Oberbürgermeister von Tübingen gibt es eh kein Angebot. Und Herr Marsching, wenn die Piratenpartei vor allem eine Diätenbeschaffungsmaschine ist, dann? Ja, dann haben die Medien mal wieder Dinge über mich geschrieben, die ich so nicht gesagt habe. Das kommt oft vor. Wenn die Grünen etwas von der Piratenpartei abgucken könnten, dann? Wie man mit dem Internet neue Ideen aufgreift. Wenn viele ihrer Neumitglieder Liquid Feedback für Freibier für alle halten. Dann ist Currywurst SPD. Wenn Merkel, ja, den Applaus müssen wir aushalten. Herr Palmer, wenn Frau Merkel die Mutti aller Piraten ist, dann? Sollen Sie bitte gemeinsam auf See gehen und dort auch bleiben, damit wir hier Rot-Grün machen können. Und wenn der nächste Shitstorm Sie endgültig umwirft, dann? Dann habe ich ein riesiges Problem, weil dann habe ich keine Freunde mehr, die mich aufgefangen haben. Das war eine muntere Piratensendung. Ich hoffe, wir haben Ihre Herzen geentert. Wenn Sie wollen, können Sie ganz ohne Liquid bei uns Ihre Kritik abladen unter www.2plus-live.de. Wir sind sogar telefonisch erreichbar. Und jetzt geht's hier weiter im Programm. Das haben wir wunderbar mit einem Liebesfilm getaktet. Der heißt PS. Liebe auf Anfang. Die beiden Seelenverwandten werden es noch anschauen. Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Bleiben Sie wach. Es lohnt sich.